Leute, es ist soweit, das große Finale Yugi gegen Pegasus. Wir haben einen kleinen Glücksbringer mitgebracht, den kleinen Rescue the Rabbit da an der Ecke. Der wird uns sicherlich helfen, denn wir werden hier reingehen. Wir werden hier reingehen. Wo ist es denn? Da. Das Millenniumsduell und natürlich hier Champion und Yom Yugi ist am Start und Maximilian Pegasus. Wir spielen schon das Geschichtendeck. Und eigentlich gewinnen wir das Duell ja im Anime, indem wir immer wieder zwischen uns hin und her switchen. Das ist, glaube ich, hier nicht möglich. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Na, wie immer, als Zweiter natürlich. Und wir gehen hier direkt rein. Jetzt frage ich mich wirklich, wie Einzelmodus Runde 1? Was für Runde 1 hier? Hä? Oh mein Gott, was haben wir jetzt hier? Warum haben wir denn schon wieder hier... Ja, gerade mal. Aber wir haben gut. Muss auch nicht beschweren. Er hängt aber Toon World und 1000-äuriges Opfer. Okay. Oh, wild. Oh, das ist auch sehr stark. Wir können direkt reingehen, theoretisch. Das machen wir auch. Wir aktivieren das. Also, das wird ein einfaches Duell. Wir nehmen jetzt hier die schlechtesten Karten, die wir im Deck haben. Macht natürlich Sinn. Nehmen den. Und den. Also einmal ihn. Und einmal den Kettenkobold. Und jetzt haben wir unser Bossmonster. I mean, fängt gut an, oder? Was haben wir für Fusionsmonster? Wir haben Gaia, okay. Also Gaia müssten wir uns ein bisschen aufbewahren. Und fangen wir an hier mit feuerliches Begegnis. Weiter geht's. Den brauchen wir nicht mehr. Und der Beberkrieger ist jetzt nicht so stark wie der. Und jetzt beschwören wir ihn nochmal. Weil wir haben auch noch faszinierende Kreise. Und ich würde sagen, das wird jetzt hier sehr, sehr einfach erstmal. Battleface. Weg da. Ganz problemlos. Und dann ist Pegasus dezent im Kartennachteil. Und das freut mich doch. Also Kartennachteil, ja, ne, ist eine gute Sache. Okay, Tunnelverzeichnis. Ja, okay. Oh, Deckverdünnung. Er legt jetzt hier richtig los. Okay, Kanonensoldat. Das ist nicht schlimm, die können alle nicht angreifen. Warum passiert mir das immer wieder? Warum? Also for real, warum passiert mir das? Nach FAA, ist das dein Shit ernst? Egal, du hast kaum Life. Dementsprechend ist mir so egal, ich gehe da rein. Ich gehe da rein, ist mir komplett egal. Komm, Doppelkill. Und direkt rein. 1-4. Direkt rein. 1-3. Wir gehen hier auf den schnellen Sieg, den OTK. Nein, es ist kein OTK. Es ist eher Pushen. Aber Pushen ist gut. Okay, jetzt kommt der Kanonensoldat. Der nicht angreifen darf in den Zug. Also haben wir einen super Vorteil. Und was wäre besser als 2000 Verteidigung? Richtig. 2000 Angriffspunkte. Und dementsprechend rüsten wir hier auf mit Drachenfluch und gehen direkt weiter in die Battle Phase und greifen an. Und dann hat er theoretisch noch einen Zug. Weil, ja, das ist sage und schreibe 1-4. Ist er noch bei 700 Lebenspunkten. Pegasus sieht nicht gut aus. Dabei hat er echt stark angefangen. Aber wir haben einfach noch stärker angefangen. Okay. Manju. Okay, der kann auch ein Problem werden. Okay, das kann ein Riesenproblem werden. Okay, das ist ein... Oh, das war eine Animation, schick. Ja, übertreib halt völlig, Alter. Einfach Kanonenexplosion. Ja, I mean... Wir sind einfach der bessere Spieler. Ich wurde der bessere Spieler. Ja, mein Lieber, das tut mir jetzt leid. Ah, er hat nur 800 Lebenspunkte. Ah, das tut mir ja fast leid. Es ist halt egal, was wir angreifen. Deswegen nehmen wir dich. Also ich würde sagen, wir haben den Yugi-Moment gemacht. Pegasus bist besiegt. Wir haben gewonnen. Vorhin, er hat gewonnen.
Das ist nicht möglich. Mein Auge, meine Magie, alles hat mich im Stich gelassen. Ich habe verloren. Das Duell macht Yugi klar, dass die Geister der Millionsbase sein Freund war. Yugi lernte, dass sie alles erreichen können, wenn sie zusammenarbeiten. Geist des Puzzles. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Es war dein Mut und die Liebe deiner Freunde zu dir. Die halt, die Oberhand behalten hat, nicht der Topdeck, nein, nein. Und deine Entschlossenheit. Wir haben alles, haben es geschafft, zusammen. Das stimmt, als Freund. Und letztendlich ist das, worauf es ankommt. Freunde sind füreinander da. Er hat gewonnen, gut gemacht. Kompletter Cheerleader-Trupp hier einfach dabei. Wir alle haben gewonnen. Danke, Leute. Yugi rettete die Seele seines Großvaters, von Seto und von Mukuba. Es lauerte jedoch eine weitere Gefahr im Schatten. Sein Freund Bakura, der noch immer vom bösen Geist des Millenniumsrings besessen war, hatte eigene Probleme. Obwohl Yugi dachte, dass seine Probleme wären vorbei, sollte es daher bald viel schlimmer kommen. Nun, da Pegasus das Duell mit Yugi geschwächt ist, bietet sich mir die Chance, auf die ich gewartet habe. Endlich ist die Zeit für mich gekommen, einen Millenniumsgegenstand von Pegasus in meiner Sammlung aufzunehmen. Einfach gezockt. Einfach das Millenniums-Auge gezockt. So, und jetzt sind wir hier. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Trotzdem sieht Pegasus Königsreich und Lambert Yugi, dass ein Geist Millenniums-Base wegen ihrer ungewissen Zukunft besorgt war. Jetzt die Frage: Warum ist der Band Keith? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich spüre das Schicksal mehr mit uns vor Ort. Ja, wenn das kein Spoiler ist. Und wir sitzen im selben Boot, egal was passiert. Wie er sich so freut. Ich glaube, es wird schwer. Wir könnten sogar vielleicht. Egal! Wir sind zusammen! Gut, ich wünschte, ich wüsste mehr, aber unsere Zukunft ist immer noch unklar. Ja, weil du Depp den hier erinnern kannst. Ich werde dir helfen, es herauszufinden. Das ist aber sehr nett. Stehen am selben Tag stieß Yugi und Tia auf einen Wahrsager, der Yugi anbot, ihm seine Zukunft vorauszusagen. Yugi nahm die Gelegenheit wahr. Weiß ich nicht immer, ob ich so Wahrsagen annehmen würde. Was machst du denn, Yugi? Tia, vielleicht kannst diese Wahrsagen dabei helfen, etwas über Schicksals, Geisterpuzzles herauszufinden. Ah ja. Die Waren bat um einen persönlichen Gegenstand, der er benutzen konnte. Er nimmt das Millenniums-Puzzle. Ja, gut. Yugi wurde klar, dass das ein Trick war, als der Wahrsager mit dem Millenniums-Puzzle floh. Hier, weg ist er. Eine Spur von Pfeilen, der Yugi folgen konnte. War eine Falle, aber Yugi hatte keine Wahl. Als er den Dieb aufspürte, entdeckte er, dass die Wahrsager niemand anderes als Benel Keith ist. Also, nur damit ich es richtig weiß. Also, ihr in Kommentaren, ihr seid ja immer die richtig großen Schlauberger, ja? Also muss ich mal hier sagen, hier, ein kleiner Front an euch. Oh, und zwar, dass ihr immer mich korrigiert, wenn ich irgendwie was falsch sage. Jetzt möchte ich euer Wissen gefragt sein. Also, Bandit Keys im Anime ist er anscheinend hier. Aber im Manga trappt Pegasus ihn doch und er stirbt halt einfach, oder? Also, das ist doch die Story, ne? Wie kann er denn hier noch sein dann? Macht ja gar keinen Sinn, oder? Oder sehe ich da was falsch? Ja, egal. Ich bin Berkis. Ich spreche nur durch ihn. Gedankensklaven. Wer bist du? Was willst du in meinem Management? Ich begehre die Macht, in deinem Gegenstand steckt. Aber der Regel ist eine uralte Macht. Okay. Wer ich bin, sagen wir einfach, dass ich derjenige bin, der dein Schicksal steuern wird, wie ich schon andere Schicksale gesteuert habe und dass ich mit der Macht des Millenniumsgegenstands durchaus vertraut bin. Okay, wild. Ich finde auch gut, ne? Also, hier wird gerade erklärt, dass ein Millenniums-Puzzle geklaut ist und er das Millenniums-Puzzle gerade. Also, es ist da ja legit. Was ist das? Ich weiß nicht, welche verborgenen Mysterien jemals erfahren wirst. Nimm dein Millenniums-Puzzle. Es birgt uralte Geheimnisse, von denen du und sogar der Geist, der da drin wohnt, nichts wisst. Deshalb werde ich es meiner Sammlung hinzufügen. Okay, stark. Das Millenniums-Puzzle war außerhalb seiner Reichweite, also versuchte Yugi sich durch seine Gedanken mit dem Geist im Puzzle zu verbinden. Ich kann dich kaum hören, Yugi. Unsere Verbindung ist schwach. Einfach der Router. Einfach ein Router. Ja, hier ist gerade Betonwand, Verbindung fehlgeschlagen. Ich fürchte, ich werde dir in diesem Duell nicht helfen können. Du wirst alleine gegen kämpfen müssen. Allein, aber ich habe im Duell noch nie ohne dich gekämpft. Alter, das ist ja voll gelogen. Du kannst dich mir siegen vertrauen. Dafür, dass er keine Verbindung hat, ist eine ganz schön starke Verbindung. Fordere euch selbst und dein Deck, dann wirst du es Weg finden. Bereite dich vor, kostbare Punzel zu verlieren. Das glaube ich nicht. Denk dran, Yugi. Ich habe die Zukunft gesehen. Und dir dein Schicksal vorhergesagt. In diesem Duell wird ein letztes sein. Ist er schon von Mare kontrolliert? Zeit für ein Duell. Okay, anscheinend ist das Mare-Kontrolle. Schon so ein Mare-Ding. Ich muss gefühlt den OG-Anime nochmal nachgucken. Also for real. So, wir fangen hier an mit... Ah, der wollte ja mal Papier machen. Stimmt ja. Vergessen. Natürlich fange ich an. Nein, er fängt an. Sehr gut. Runde 1. Oh, was auch immer da steht. So, wir duellieren jetzt auf der Straße. Ja,
Cooles Deck. Schwierig. 185. Schwierig. Kann ich mal Maxa-Deck sehen? Er ist nervig so hart hier in diesem Spiel. Kartenliste. Cool. Paar Gaias. Können wir nicht aktivieren. Cool. Dann fangen wir doch an mit Z. Und dann gehen wir ab. Wenn er jetzt eine Equip spielt, dann ist halt so. Dann machen wir Schwerter, haben einen Friedhof, den wir opfern können. Wir tragen Fluch. Ne, er greift den Faden. Ja, 150 Schaden, würde ich sagen. Sehr schön, sehr schön. Fängt doch gut an für uns. Also, oh, die geregelt. Sehr schön. Ich würde sagen, wir gehen dann voll rein da. Ich spiele der Marrow Force. Ich habe immer vor so banalen Sachen Angst. Aber wir werden es sehen. Nö. Okay. Mehr für 2. Ich habe trotzdem Angst. Und deswegen mache ich jetzt Schwerter. Mir egal, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und wie das sinnvoll war. So, Mammutfriedhof. Abwerfen wir. Hä, das war voll gut. Falls die Karte verdeckt von einem Monster gegen angegriffen wurde. Oh mein Gott. No way. Okay, ja, unser Bossmonster. Schwierig. Ich sag, wie es ist, ne? Wir brauchen Herbeirufen der Totenkopf, sonst wird das hier böse enden. Wähle einen Herbeirufen der Totenkopf oder einen Donnermonster in deiner Monsterzone. Zerstöre alle Monster, deren Death kleiner ist. Du kannst den Spielzug in diese Karte für kein Battlefield durchführen. Okay, wir brauchen noch einen Donner. Haben wir einen Donner? Oh, Top der Gear! Ja, ich sollte sagen, Top der Gear. Ha! Oh! Ha! Wir sind besser. Okay, warte. Mammut? Okay. Wir können keine Battlefield. Was? Digga, ich will eine Tributbeschwörung durchführen. Ist ja schlimmer als bei Master Duel hier. So, er war ich mal Totenkopf. Take this. Ja, können wir eine Battleface durchführen. Heißt, nächsten Zug, mein Lieber, geht's aufs Mull. Pass. Sehr schön. Schwerter sind jetzt weg. Guck mir doch. Wild. Wiedergeburt. Oh mein Gott, dürfen wir. Warte. Also Mammutfriedhof, ne? Lol, dann 1 Wochen für. Rein da. Et voilà. Ich würde sagen, das ist doch etwas, was ich gerne sehe. Und dann natürlich beschwören wir auch noch den. Also viel Angriffskraft. Da kann er gar nicht mit umgehen. Battleface. Der hat nicht 2000 Defense. Saito. Oh nein, hefte dich dran. Nimm das, du. 1,5. Nimm das, du. Nimm das. Finish. Boom. Oh yeah. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Faszinierend, anscheinend steigt die Schattenmagie-Energie die Wahrnehmung Yugis Gegner. Bennett Keys ist nur ein Marionett unter Kontrolle eines bösen Meisters. Marionettentheater ist vorbei, denn ich allein werde das Millenniums-Puzzle besitzen. Mein Ring durchtrennt die Feen, die dieser Mann bindet. Befreien seinen Geist, sonst reicht der Schatten. Was zu sehen war, wurde Bennett Keys aus den Gedankenkontrollen befreit, sodass der Beherrscher von Bennett Keys fragte, was passiert ist. Was passiert? Einfach gespoilert. Mein Leben ist sauber. Über Keith wurde gebrochen, aber wie? Nur die Macht eines anderen Millenniumsgegenstands kann so stark Verbindung trennen. Hä, wo bin ich? Okay, es war wirklich Marek. Aber wie gesagt, ich würde mich gerne wissen, was das ist. So, jetzt sind wir im Battle City Arc. Das heißt, Battle City beginnt und ich würde sagen, Leute, ist hier perfekt übergangen. Wir haben Pegasus besiegt. Wir sind auf Marek gestoßen. Auf einen Charakter, der meines Wissens im Manga gar nicht mehr da ist. Und gehen jetzt ins Battle City Turnier. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Und ihr hoffentlich natürlich auch. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen in der nächsten Folge direkt rein in der Battle City Arc. Und da freue ich mich wirklich drauf. Weil Battle City, oh, da Kindheit. Einfach geil, einfach geil. Also Leute, ich würde sagen, ich wünsche euch dann jetzt einen wunderschönen Tag natürlich. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.